Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen K-Beauty-Adventskalender und zwar ist das der Stylevana-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Stylevana-Adventskalender ist irgendwie so dieser zweite Yes-Style-Adventskalender oder quasi die Alternative dazu. Ich hatte das auch auf Instagram geteilt, da heiße ich AIDWalkP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Immer noch ein total merkwürdiger Instagram-Name. Der soll einen Warenwert von 340 Tacken haben und oder über 340 Tacken. Und ich habe ihn gekauft, wo der auf der Homepage für 189,95 oder so stand und habe da noch irgendwelche Rabatte drauf bekommen. Irgendwie einen Tag später stand der auch mal für 150 drin. Also das war alles ein bisschen crazy. Ich gehe einfach mal bei dem Preis von 189,95 oder 89 oder sonst irgendwas aus, was auch immer ich da als Screenshot mir abgespeichert habe, wenn ich die Relation da später zu ausrechne. Ja, so schaut der aus. Sieht hübsch aus. Also ich mag den gerne leiden. Das ist Pinky Flinky High Tea Tie und was halt auch... Der ist riesig, Leute. Ne? Das ist gut, das erwartet man auch für den Preis. Das darf man ja nicht anders sagen. Ne? Es ist halt so ein... Schubladen-Adventskalender. Finde ich gut. Da hat Erwin gut zu tragen. Also, ne, es ist schon mal super, super toll voll immer hier drin. Als erstes habe ich von Pure Derm Vegan Under Eye Mask Kollagen. Das fühlt sich sehr, sehr dick an. Hier sind nämlich 30 Sheets drin, also für 15 Anwendungen. Das finde ich schon mal großartig. Also, ich liebe es, dass wir nicht nur so Einmalanwendungen da drin haben. Du hast hier super wenig Verpackungsmüll. Das finde ich ja fast noch besser als die Pöttchen, die ich so habe normalerweise, wo 60 Stück drin sind. Ne? Finde ich klasse. Ich weiß gar nicht, ob wir hier nur Pflege drin haben oder ob wir hier auch dekorative Kosmetik finden. Das müssen wir mal gucken. Ich habe in der 2 von Some By Me. Das finden wir auch bei YesStyle. 60 Gramm von der AHA, BHA, PAHA 30 Tage Miracle Cream drin. Also das ist eine Gesichtscreme, die gleichzeitig so ein Peeling gibt. Ich würde mal behaupten, dass von dieser AHA und BHA Geschichte, also quasi Fruchtsäure und Salicylsäure, nicht so eine immens hohe Konzentration drin sind. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass man das dann 30 Tage am Stück verwenden kann, weil normalerweise machst du so Säurepeelings ja nur ein-, zweimal die Woche. Centella ist hier auch noch mit drin. Das ist ja ein sehr pflegender, beruhigender Inhaltsstoff. Das ist quasi zur Stärkung der Hautbarriere, beruhigend und feuchtigkeitsspendend. Das finde ich mega. Wir haben hier einen Glastiegel. Und das sieht so aus. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich mag dieses Grün und so, ne? Schön. Auch mit dabei ist natürlich die Nummer 3. Und hier haben wir wieder ein Pflegeprodukt drin von Bonajour Mugwort Cream Calming Mask. Ah, das ist eine Crememaske. Das ist ja schön. 55 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das ist dann auch wieder ein wirklich nachhaltiges Produkt, ne? Weil das ist einmal hier in einer Pappverpackung. Und dann haben wir hier halt eine Maske. Süß, du kannst dir draufschreiben, wann du es geöffnet hast, weil das nur eine gewisse Zeit offen sein darf. Und dann kannst du dir die einfach in vielen verschiedenen Anwendungen aufs Gesicht geben. Sowas finde ich super. Ich habe auch immer solche Pöttchenmasken bei mir im Badezimmer stehen. So, hier habe ich jetzt die Nummer 4, Panthenol und Ceramid für alle Hauttypen. Ist dieses Produkt. Panthenol, Ceramid, also das hört sich sehr, sehr hautberuhigend an. 50 Milliliter. Comfort and Relief. Für alle Hauttypen geeignet. Und welche? Pestle and Roll. Okay. Sieht sehr schlicht aus. Und Panthenol-Cremes kennt man ja auch einfach als sehr pflegendes Produkt. Ne? Was der Haut ja auch eine gewisse Liebe gibt. Panthenol, Ceramide NP, Pinus Pinaster, Bark Extract, Niacinamid, Rosmarin und so weiter und so fort. Mann, das hört sich echt mega an. Wow, die Nummer 5 ist mal ordentlich eingepackt. Aber das hat auch seinen Grund, denn hier haben wir tatsächlich ein dekoratives Kosmetikprodukt am Tag von Nikolaus drin. Champagne Party Palette Afternoon Tea, 3 Farben, 10,5 Gramm Netweight sind hier drin. Hammer, das ist bestimmt gar nicht mal so günstig, ne? Und hier haben wir, da hat der Briefträger uns kurz unterbrochen, ja, da haben wir drin Highlighter, Blush und noch einen dunkleren Blush. Also eine sehr, sehr schöne, ansprechende Palette, finde ich echt cool. Ja,
mega, einfach mal in der 5, ne? Für uns ist ja die Nummer 6, also der 6. Dezember, Nikolaus. Ich weiß nicht, wie das in Korea aussieht. Hier haben wir auf jeden Fall von Romand Juicy Lasting Tint ein Lip Tint drin. Sehr, sehr interessant. Das ist die Farbe Nummer 06, steht hier hinten drauf. Und das ist halt so ein klassisches Rot, ne? Also für mich ein perfektes Weihnachtsrot. Ich persönlich trage sowas ja auch relativ häufig, jetzt gerade zur Adventskalenderzeit oder zur Weihnachtszeit. Das ist einfach voll mein Ding. Und da interessiert es mich auch nicht, wenn ich ein krasses Augen-Make-up habe, dann mache ich mir trotzdem auch noch rote Lippen drauf. Ja, aber finde ich klasse. Am 7. Dezember geht es wieder zurück zur Pflege und hier haben wir von Ziza & Care, witzig, da hatte ich auch schon mal eine Kooperation mit und habe da auch Produkte ausprobiert, sehr, 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 sehr geile Produkte. Spot Patch, Recover Complete Waterproof. Achso, du hast ja wirklich so Pickle Patches, die finde ich auch klasse, sowas verwende ich ganz gerne. Hält mich zum einen davon ab, an meinen Pickeln rumzufusseln und zum anderen hilft es halt auch, dass die Pickel verschwinden. Das ist immer eine ganz gute Geschichte. Und da haben wir auch irgendwas mit Centella und so mit dabei. Also richtig cool. VT Cosmetic ist da die Firma, made in Korea. Also mega. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir wieder die dekorative Kosmetikader wieder gefunden. Von Moni oder so. Waterproof Pen Eyeliner. 0,1 mm ist der nur dick. McQueen New York. Okay, Farbe 01, also die Black. So schaut die Verpackung aus. Und dann gucken wir mal hinein, wie das Produkt so aussieht. Ich mag ja gerne solche Filzeyeliner, verwende ich ja ausschließlich. Und für mich perfekt und besser als jeder Kohl Kajal oder so, ne? Finde ich immer deutlich besser und freue ich mich immer auch ein bisschen mehr drüber. Ja, finde ich echt gut. Hier haben wir auch, oh, eine schöne Filzstiftspitze. Optimal. Das ist toll. Nee, Quatsch, das ist gar keine Filzstiftspitze. Das ist noch besser, das ist so eine Pinselspitze. Das ist der Hammer. Claudia im siebten Himmel, ich sag euch das, es ist hammergeil. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über ein bisschen Pflege freuen. Und zwar Deep in a Barrier Cream. The Power in You. Cosmos Organic scheint da die Marke. Nee, Quatsch. 50 Milliliter, ich weiß jetzt nicht. Sioris ist da, glaube ich, die Marke, ne? Kann wohl. Sieht sehr, sehr clean aus. Auch das ist wieder so schönes Pappverpackungsgedöns, was jetzt nicht irgendwie groß beschichtet ist oder so. Sowas finde ich immer sehr sympathisch, wenn man das in den Händen hält. Und das hier ist Plastik hier unten drin, aber es ist hübsch. Und das ist so ein Airless-Container. Das heißt, wenn du das Produkt halt verwendest, dann wird das so hochgeschoben. Und oh, finde ich klasse. Und das ist mit Tamanu-Öl und Macadamia-Öl. Also ich weiß nicht, was Tamanu ist, aber es sieht sehr ansprechend aus. Es ist irgendwie grün von der Farbe her. Mega. Gut, wir dürfen auch in dem Preissegment erwarten, dass wir hier einen Knaller nach dem nächsten haben. Und in der Nummer 10 haben wir auch eine UV-Creme drin. Und die finde ich ja sehr interessant. Die wird ausprobiert. 50 Milliliter Make Prem Soothing Physical Sun Cream Formulated with Zinc. Lichtschutzfaktor 50+, UV Defense Me, Calming Sun Cream, hört sich sehr sympathisch an. Also die wird ausprobiert. Ich bin immer noch auf der Suche nach der allerbesten und perfektesten Lichtschutzfaktor Gesichtscreme, ne, mit Lichtschutzfaktor 50+. Und ja, da ist einfach Korea ganz weit vorne mit dabei mit deren Produkten. Ist auch noch ein veganes Produkt, also sehr sympathisch die ganze Geschichte hier, ne. Oha, in der Nummer 11 haben wir ein riesengroßes und sehr schweres Produkt drin. Madagascar Centella Ampoule made with pure Centella from Madagascar, 100 Milliliter. Und ja, das ist halt Centella Asiatica, ist ja diese Pflanze, ne? Also die sieht übrigens so aus. Ist hier auch mal abgebildet. Die ist sehr beliebt in der koreanischen Kosmetik. Calming and Hydrating, hört sich nach etwas an, was ich brauche. Oha, und das sieht auch sehr, sehr hochwertig aus. Ist eine Glasflasche und ein riesengroßes Serum. Oh mein Gott, das ist ja echt der Wahnsinn. Freue ich mich drauf, das zu verwenden. Fun Fact, hinter diesem Klebi, der hier drauf ist, sehen wir die Landschaft von Madagaskar abgebildet. Das ist auch sehr, 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 sehr hübsch. In der Nummer 12 zur Halbzeit kommt uns eine Marke über die Füße gelaufen, die mir bekannt vorkommt. Cosrx, genau, 60 Milliliter. Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask. Kannst du halt auch ganz normal als Gesichtsnachtcreme verwenden. Und da hast du Rice Extract drin, also Reisextrakt. Und das gibt Ernährung und tiefe Feuchtigkeit und Strahlkraft. Und hier sieht man das Verpackungsdesign, was bei Cosrx immer sehr, sehr schlicht ist. Und auch die Tube an sich ist immer sehr schlicht, aber das kann bestimmt was. Das muss ich alles irgendwann mal in diesem Universum ausprobieren. Mal gucken. Oha, in der Nummer 13 haben wir mehrere Produkte
Zum einen von Frudia, Derived from Fruit, My Orchard Shea Butter Hand Cream, Rich Type, also eine reichhaltige Handcreme mit 30 Gramm. Das finde ich schon mal positiv. Ich finde, Handcremes gehören auch irgendwo in den Adventskalender mit rein. Einfach ist halt so, ne, die Zeit dafür. Und dann haben wir hier noch was drin. Oh, wow. Und zwar gleich vier Sachen. Das ist auch von dieser Frudia-Geschichte. Ich glaube, das sind, ja, Proben sind das. Da haben wir einmal Granatapfel Nutri Moisturizing Cream. Also hier stehen auch keine Mengenangaben, deswegen gehe ich davon aus, dass es quasi gratis Samples sind. Dann Green Grape Pore Control Cream, das ist diese hier. Und dann haben wir noch hier drin Blueberry Hydrating Serum. Ja, einfach mal so schöne Proben. Und Blueberry Hydrating Toner. Mit Blaubeere ein Toner. Ja, kann man sich auf jeden Fall eine schöne Routine mit basteln, um das mal auszuprobieren. Ja, Proben in einem Adventskalender finde ich jetzt nicht so pralle, aber es ist zusammen mit einem Full-Size-Produkt, hoffe ich, Full-Size-Produkt gekommen. Also dementsprechend ist das schon wieder irgendwie okay. Oha, in der Nummer 14 haben wir schon wieder so ein riesengroßes Produkt drin. Und das hier ist Panax Ginseng Root Water 80% mit 2% Niacinamiden und 0,04% Adenosin Ginseng Essence Water von Body of Josen. So heißen die wohl. Sagt mir persönlich jetzt gerade nichts. Auch das ist wieder so eine super schöne Verpackung, finde ich. Wow, und das ist halt echt ein Hartplastik und das sieht ja mal super interessant aus. Ich glaube, das wird dann halt so eine Art Toner sein, ne? Also was man dann quasi so ein bisschen, ja, also ist eine sehr flüssige Textur. Das heißt, das gibt man sich mit als erstes aufs Gesicht drauf, wenn man die ganze Gesichtsreinigungsroutine macht. Interessant. Wow, wir hatten ja in der Nummer 1 schon diese ganz vielen Augenpatches drin und hier haben wir jetzt nochmal welche drin. Hydrogel Eye Patches von Petite Fee, Black Pearl and Gold Hydrogel Eye Patch und da sind 60 Stück drin. Also das finde ich jetzt mal hammermäßig geil. Gefällt mir richtig gut und wie gesagt, das ist halt so schön, wenn du halt so ein ganzes Pöttchen hast und die werden wahrscheinlich auch Gold sein und so, ne? Und ja, dann hast du halt ein bisschen länger was davon. Also wirklich ganze 30 Anwendungen in einem Pöttchen. Du sparst dir echt viel an Verpackung und so weiter. Und dann, ach Mensch, 2 Monate kannst du es leider nur offen halten. Also da muss man drüber nachdenken, ne? Du hast ja auch noch einen Spatel mit dabei, womit man dann die Patches rausnehmen kann. Ich habe jetzt tatsächlich noch ein Pöttchen in Anwendung. Und wenn das leer ist, dann werde ich entweder das hier nehmen oder die anderen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Nachschub und das finde ich mega geil. Oh, wie erfreulich. Die Nummer 16 ist auch wieder so verräterisch eingepackt. Hier haben wir drin von Clio die Pro Eye Palette Brown Shoe. Mhm. Okay, finde ich interessant. Müssen wir uns mal angucken. Und so Lidschattenpaletten sind im asiatischen Raum so selten. Und wenn es die gibt, dann sind die immer ziemlich hochpreisig. Ja, sehen jetzt nicht so mega exklusiv aus, um das mal so zu sagen. Aber es gibt wenig Lidschattenpaletten dort, ne? Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Die werde ich auch ausprobieren. Da hast du sogar ein kleines Pinselchen mit dabei, aber nicht so einen klassischen Applikator, sondern halt wirklich Pinselchen. Das finde ich sehr positiv. Du hast hier Schimmertöne dabei, matte Töne. Ist aber eher so für den Nude-Look, also für den Alltagslook. Hier oben ist auch ein kleiner Spiegel, da kann ich meine Augen auch drin sehen. Finde ich sehr, sehr interessant. Eine Woche vor Weihnachten am 17. Dezember erwartet uns eine Tone-Up Cream. Whipping Tone-Up Cream, was auch immer das ist, von Coringo. Peach. Okay, da muss ich mir wirklich bei so vielen Produkten einfach nochmal nachlesen, was ich damit machen soll. Weil, ja, hier hinten drauf steht es natürlich alles auf Koreanisch, aber wenn man dann so ein bisschen intensiver guckt auf der Homepage oder das halt mal irgendwie bei Google eingibt, irgendwer weiß garantiert, was man damit machen muss, sieht echt total niedlich aus, mag ich gerne leiden. Das soll Brightening, also quasi auch wieder Strahlkraft und aufhellend wirken. Und Strahlkraft wirken, ja, läuft. Interessant. Die Weihnachtswoche, also am 18. Dezember, begrüßt man uns, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, von Isntree Green Tea Fresh Toner. Ich liebe Toner. 200 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und Isntree ist auch eine Marke, die mir bekannt vorkommt, die ich auch öfter schon mal gehört habe. Ich glaube, ich habe aktuell auch von Isntree Toner in Anwendung. Einen blauen habe ich in Anwendung. Und der ist aber ein bisschen dickflüssiger. Ich mag es ja lieber, wenn die etwas dünner sind. Und das hier ist aber auch, ja, ein dünner, ein sehr wässriger Toner. Finde ich sehr ansprechend. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie der sich so auf meinem Gesicht machen wird, ne? In der Nummer 19 geht es weiter mit einem Teebaumprodukt. Und zwar von Ionic.
Tea Tree Relief Serum, Powerful Relief, Natural Moisturizing, Soothing Care, also Feuchtigkeitsspenden, beruhigend, Brightening, also Strahlkraft aufhellend, Wrinkle Care, Faltengeschichte, Pflege. 50 Milliliter haben wir hier drin und das ist ein Serum, ne? Mensch, das finde ich ja klasse. Das wird auch so ein bisschen, ne, reinigend sein. Boah, mega, mega ansprechend. Aus Glas mit einer Pipette. Das sieht echt schön aus. Mag ich richtig gerne leiden. Also, freue ich mich drüber. In der riesengroßen Nummer 20 haben wir hier von Farmstay Lemon Intensive Moisture Food Cream. Eine Fußcreme, darüber freue ich mich. Ich liebe Fußcremes. Ja. Und da sind 100 Milliliter drin enthalten. Die ist wohl mit Zitrone. Ich mag nicht so gerne zitrische Düfte. Aber auf den Füßen ist es relativ weit von meiner Nase entfernt. Dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung. Und die wird ausprobiert. Ist eine schöne große Tube. Und da werde ich meine Freude mit haben. Das ist klasse. Auch das wieder ein koreanisches Produkt. Ich glaube, alle Marken, die hier drin sind, sind koreanische Marken. Ist ja auch ein koreanischer Adventskalender, Claudiachen. Herzlich willkommen. Supi. Das finde ich auch geil. Hier haben wir in der Nummer 21 einen Abschminkbalm drin. All Clean Balm, Clean and Comfortable Beauty Intensive Cleansing Balm von Heimisch. Okay, interessant. Sieht echt schön aus. Oh mein Gott, ist das eine schöne Verpackung. 120 Milliliter haben wir hier drin und ich liebe ja dieses Double Cleansing mittlerweile, ne? Und es ist so witzig, ich habe meine Freundin sogar schon damit angesteckt. Die machen das jetzt auch ganz gerne. Und ja, ne? Ist so ein Pöttchen. Kommt mir irgendwie gerade bekannt vor, als hätte ich das schon mal irgendwie in der Hand gehalten. Weiß ich nicht. Kann man so hochklappen, dann hat man hier unten den Spatel drin. Und wenn man das halt aufschraubt, das ist so witzig gemacht, ne? Hä? Hat man hier nochmal den Spatel? Was ist das denn? Habe ich zwei Spatel hier drin? Nee. Hä? Verrückt. Okay. Also kann ich das aufklappen oder aufdrehen? Wahrscheinlich je nachdem, wie man Bock hat. Und sowas verwendet man dann als ersten Schritt der Gesichtsreinigung über der trockenen Haut. Dann kann man das mit Wasser aufemulgieren, runternehmen und nochmal mit einem Creme- oder Schaumcleanser drüber gehen. Finde ich echt toll. In der Nummer 22 haben wir wieder was für die Lippen drin. Und zwar Stylenanda Velvet Lip Tint, okay, also scheint es so eine Art Liquid Lipstick zu sein. Going Right ist da die Farbbezeichnung. Das scheint dann aber auch so ein, wenn das, ne, die Farbe vom Packaging hat, dann ist das so ein Rosenholzton. Da müssen wir mal gucken. Ja, es fühlt sich super matt an, also wird es auch ein mattes Produkt sein. Deswegen wird es auch nicht bei mir bleiben, weil ich nicht so gerne matte Produkte mag. Man kann damit aber super schön halt dieses Klassische, was man halt so in Asien, ne, wie man sich die Lippen halt gerne macht, dass man das halt nur einen Hauch von macht. Also nicht so wie hier jetzt, sondern nur so in der Mitte ein bisschen, ne, betonen. Ja, 1A kann man damit bestimmt total toll machen und dann, ja. Aber ich nicht. In der 23 haben wir schon wieder so ein Riesending. Von Be Plain 80 Milliliter Greenfoil pH Balance Cleansing Foam. Siehste, da haben wir doch unser nächstes Produkt für unser Double Cleansing. Ja, das ist in der Earth Edition, steht hier drauf. In der Erden-Edition, da ist wahrscheinlich alles sehr mit Recycle und so weiter unterwegs. Purify, Moisturize, das ist doch schon mal klasse, ne? Also, ja, das macht man sich dann einfach um das Gesicht nochmal ein bisschen mehr zu reinigen drauf. Hab ich mich erschrocken. Ja, jetzt geht gerade die Party ab, ne? Jetzt kommt gerade ein Paketbote nach dem nächsten scheinbar gerade an. So, wir sind dann also schön gepflegt und können uns auch schön schminken und sind dann perfekt vorbereitet für Heiligabend. Und da drin haben wir dann, natürlich, es fehlt ja noch, von Purito Centella Green Level Eye Cream, 30 Milliliter mit 40% von diesem Centella-Extrakt in dem Produkt drin. Das finde ich richtig geil. 49% sogar. Das soll eine gute Feuchtigkeitspflege geben mit einem Peptidkomplex und so weiter und so fort. Ich bin ja ein absoluter Fan von Augencremes. Ich weiß, dass nicht jeder Augencremes, ja, verwendet oder gut findet. Ich persönlich immer. Morgens und abends. Ich finde, wir haben hier tolle Produkte drin. Alles, was ich irgendwie auch ganz normal in meiner Pflegeroutine verwende. Es ist halt hauptsächlich fürs Gesicht. Ein bisschen was auch für die Hände ist mit dabei. Ein bisschen was für die Füße ist mit dabei. Aber es geht hauptsächlich um K-Beauty Skincare. Und ja,
da bleibt kein Auge trocken, oder? Hammermäßig, aber für den Preis musste das auch hammermäßig sein. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir hier bei 340 Tacken vom Wert her liegen. Ich werde das auch nochmal alles nachrechnen und dann euch jetzt eingeblendet haben. Ich finde den ziemlich geil. Und das war es jetzt auch hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!